Bin ich jetzt live? Ach so. Ja, da fehlt noch meine Partnerin. Da ist sie ja. So. Hallo. Ich mache heute für euch die Begrüßung und habe mir das aufgeschrieben, weil ich total aufgeregt bin. Also wir Kellerkinder begrüßen euch und Sie an allen Endgeräten zu unserer Online-Auftaktveranstaltung. Die bereiten wir seit Wochen mit viel Liebe, Aufregung, Pannen und mega viel Technik vor. Wir, das sind Aline, ich, die Ute, die Jule. Und mit uns dreien haben viele von euch sich schon viele E-Mails ausgetauscht oder telefoniert oder auch schon im Zoom gesprochen. Und am Mischpult und hinter den Computern seht ihr den Thomas. Und der Thomas hat Regie über Bild und Ton. Und ganz ehrlich gesagt, ohne ihn läuft hier gar nichts. Weiter haben wir heute auch einen Zoom-Host, der uns hilft für die Diskussionen. Und auch zum Team gehört Peter, den seht ihr hinten am Mediencomputer. Und zwar guckt der nach euren Kommentaren in Facebook, YouTube-Chat oder E-Mails für uns heute an landschaftsdialog@seeletrifft.de und gibt die dann an die Moderation weiter, damit möglichst viele mitmachen können. So, ganz geschickt hat sich die Katja positioniert. Das ist nämlich unsere Kamerakünstlerin und die ist jetzt hinter der Kamera. Und die liefert uns schöne Bilder von uns allen und dazu auch spannende Einblicke in unsere Produktionsverhältnisse. Wir freuen uns vor allen Dingen, dass wir total viel positiven Zuspruch bekommen haben und hilfreiche Ermutigungen für unseren Umzug mit der Auftaktveranstaltung nach online. Denn wie gesagt, das sind für uns ganz schön viele Herausforderungen. Wir sind enorm aufgeregt, ich kann das sagen, weil wir das schon seit Tagen sind und das voneinander wissen und freuen uns riesig auf ein partizipatives Miteinander in dem gesamten Projekt. Und nicht zuletzt sind wir stolz, dass die Selbstvertretungsorganisation Kellerkinder vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Förderung für unseren partizipativen Landschaftsdialog, Psychiatrie und psychosoziale Hilfen erhalten hat. Okay, dann stelle ich mich erstmal noch mal kurz vor. Also Ute hat schon gesagt, ich bin die Aline, Studentin zurzeit noch, seit 2011 bei den Kellerkindern, also seit 9 Jahren. Vor etwa 7 Jahren fingen wir an, uns politisch einzumischen in verschiedenen Kontexten. Und mein Wunsch wäre es, dass die Gedanken, die wir uns alle zusammen in den nächsten Monaten machen, dann doch irgendwie tatsächlich Veränderungen auch in der Praxis bewirken. Jule? Genau. Hallo, ich bin Jule, ihr habt mich eben ja schon gesehen. Ach, da muss man jetzt hingucken. Okay, das ist auch interessant. ehrlich gesagt, bin auch seit Tagen so aufgeregt, dass mir nicht so richtig was eingefallen ist, wer ich eigentlich bin. Seit 2, 3 Jahren bin ich auch hier bei den Kellerkindern im tollen Laden unterwegs. Wir haben schon ganz viele Sachen gemacht. Ich studiere zurzeit mal wieder und versuche mein Studium zu beenden. Und ansonsten eben bin ich auch Teil des partizipativen Landschaftstriologes. Und ja, wir haben viel gearbeitet in letzter Zeit und ja, das wäre es erstmal soweit von mir. Ja, und dann, ich bin die Ute, jetzt weiß ich endlich auch, wo ich hingucken muss. Und bin auch seit 3 Jahren bei den Kellerkindern, habe mich vorher auch in der Selbsthilfe und Selbstvertretung schon engagiert. Das Spannendste war vielleicht, dass ich Unterstützung erhalten habe von unterschiedlichen Aktivistinnen und Profis, kurz nach London zu gehen und da ein Studium in Nutzer- und Betroffenenforschung zu machen, wie wir also gemeinsam unterschiedlich unser Wissen mit einbringen können. Und das ist in den Ursprüngen auch sehr verwandt mit der betroffenen Bewegung.
Und als ich mitbekommen habe, dass hier im Laden dieses tolle partizipative Projekt geplant ist, habe ich mich sehr gefreut, dass ich daran teilnehmen kann. Genau. Dann erzähle ich euch und Ihnen kurz noch was dazu, wie dieses Projekt eigentlich entstanden ist. Also erste Ideen gab es schon im Jahr 2017. Da hatten wir ein Projekt, das hieß BRK und CAP jetzt. Wir forderten also eine Besuchskommission, eine Enquete-Kommission ein, die ja im gesamten Land sich mit den aktuellen Ist-Zuständen in der in den Psychiatrien und in der psychosozialen Versorgungslandschaft beschäftigen sollten. Und zwar sowohl in der stationären als auch in der ambulanten Versorgung. Die letzte Untersuchungskommission wirkte bis weit in die 90er Jahre hinein und trug eben zu wesentlichen Erneuerungen und Standards einer besseren Versorgung bei. Wir denken, dass aber dieser Zenit dieser Verbesserungsmöglichkeiten der damaligen Bewegung erreicht ist. Und daher ist es uns ein großes Anliegen, eine neue Bewegung in Gang zu setzen. Also Impulse für weitere Verbesserungen im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention in die Praxis umsetzen zu können. Genau, eigentlich hatten wir eine große Location gemietet, eine gesamte Etage mit einem großen Raum, kleinen Extraräumen, leckerem Essen und viel mehr. Wir hatten uns darauf gefreut, Sie und euch persönlich begrüßen zu dürfen, in einen gemeinsamen Austausch zu kommen und ganz viel erleben zu können miteinander. Aber leider, oder vielleicht auch nicht leider, wer weiß, kam dann alles anders und dazu erzählt Jule jetzt etwas. Genau, ich nenne es mal jetzt und dann kam Corona und das hat sich verändert. Mitte März haben wir dann gemeinsam relativ zügig entschieden, dass wir eben die Auftaktveranstaltung nicht als Präsenzveranstaltung machen können. Und seitdem war es auch bei uns so, dass wir eigentlich zu 95% uns immer in Zoom getroffen haben. Wir haben eben nach einer Videochat-Möglichkeit gesucht und arbeiten viel darüber zusammen. Viel ist auch in der Zeit entstanden. Die Grußworte der Heidenheim-Film, vor allen Dingen Katja und Thomas, haben wir da viel zu verdanken. Es ist viel Schnippelarbeit, viel Zeit, die da einfach gebraucht wird für auch. In der Zeit ist auch, ich nenne ihn unsere ruhige Seele, Peter, zu uns gekommen. Ist mir auch immer fleißig bei Zoom mit uns zusammen planen, wofür wir uns auch sehr bedanken wollen an der Stelle. Ja, und viele E-Mails sind rausgegangen. Ne? Wir mussten den Leuten absagen, die Auftaktveranstaltung, die verschiedenen Links und so weiter, haben wir lange über den E-Mails gesetzt, die wir so formulieren, dass es alle vielleicht irgendwie auch verstehen, sind selber in der Internetwelt dann auch verschwunden, auch nicht unsere erste Wahl gewesen. Vor allen Dingen auch nochmal bedanken bei Susanne Grübel, die Internetkommunikation ist nicht die einfachste, aber vieles für uns auf der Webseite in einfache Sprache übersetzt hat für uns. Und wir deswegen diese Möglichkeit auch haben. Und vor allen Dingen viel zu selten erwähnt, auch ganz vielen Dank an Liene Menzel, die diese tolle Internetseite macht, die immer erreichbar für uns ist. Und wir einfach zusammen diese tolle Seite entwickeln konnten und da auch hoffentlich noch viel Spaß gemeinsam mit haben werden. Genau, und vor allen Dingen auch immer wieder haben wir Unterstützung bekommen in Online-Nachtcafés mit den ganzen anderen tollen Kellerkindern, die wir leider momentan viel zu wenig hier live sehen, was sich hoffentlich bald ändern wird. Meine Gänsehaut ist gerade auch so doll, dass ich jetzt erstmal überlegen muss. Also ganz vielen Dank auch an alle Kellerkinder, immer wir im Internet unterstützen, dass wir das jetzt hier so machen. Da werde ich jetzt keine Namen nennen, weil ich nicht nachgefragt habe, ob ich das machen darf. Viel technisches Know-how ist dazu gekommen, viele Programme müssen uns aneignen, viele Geräte stehen jetzt hier, wie man gerade auch schon sehen konnte. Ja, und manchmal ist die Kraft auch durchaus wenig geworden. Es ist einfach eine große Umstellung für uns auch gewesen. Und, aber wir versuchen das so nach unseren Kräften eben zu machen. Jetzt sitzen wir hier, wir haben kein gemeinsames Fingerfood, das werden wir hoffentlich nachholen. Vor allen Dingen werden wir das nachholen. Und um aber die Entwicklung der
letzten Monate zu zeigen, würden wir jetzt ein kleines Video. Wir machen eine ganz kurze Unterbrechung. Ich spreche aus dem Off. Wir müssen einmal ganz kurz gucken, wenn wir gerade festgestellt haben, dass beim Livestream etwas nicht funktioniert. Jetzt kommen wir zu dem kleinen Film, was wir bis jetzt alles gemacht haben. Ja, ich war nicht von 17.
Ja, also nach dem Einblick darauf, wer wir sind und wie wir arbeiten mit den großen Änderungen durch Corona und der mega vielen Technik, habe ich jetzt die Chance, euch und Ihnen was zum Thema Selbstbestimmung und Menschenrechte zu sagen. Also, da geht es darum, warum wir, die Kellerkinder und andere Selbstvertretungsorganisationen, die Behindertenrechtskonvention so wichtig finden. So, ich wende die Behindertenrechtskonvention und das BTHG gleich auch mal praktisch an. Als angemessene Vorkehrung habe ich nämlich meine Gedanken dazu aufgeschrieben und lese euch nun vor. Selbsthilfe und Selbstvertretungsorganisationen von Psychiatrieerfahrenen engagierten sich von Anfang an für Menschenrechte und Selbstbestimmung. Das heißt, seit über 50 Jahren in westlichen Ländern arbeiten Sie oder wir inzwischen in örtlichen, regionalen und internationalen Netzwerken. Die Einforderung der Selbstbestimmung richtete sich über Jahrzehnte besonders gegen psychiatrische Etikettierung als von Fachleuten geforderte Einsicht in eingeschränkte Lebensmöglichkeiten von sogenannten chronisch-psychisch kranken Patientinnen. Die Forderung nach Menschenrechten wurde bekannt im unermüdlichen Kampf der betroffenen Vereinigung gegen gewaltsame oder schädigende Behandlungen. Dieser Kampf richtet sich weiterhin gegen psychiatrische Übergriffe wie das Wegsperren in Isolation, das Elektroschocken, die Überwältigung oder Fesselung in totalem Ausgeliefertsein, die Verordnung von Psychopharmaka in Überdosierung oder das Wiederzunehmen von Heimeinweisungen. Der Ruf nach Menschenrechten ist in dieser Tradition als einer nach Abwehrrechten bekannt. Die Menschenrechte allerdings vorrangig oder gar ausschließlich als Abwehrrechte von Zwang und Schädigungen zu nutzen, war vielleicht historisch erforderlich. Diese Herangehensweise kann aber ebenso zu abwehrenden Frontenverhärtungen führen, wie uns auch im Weiterkommen festhalten. Im Gegenzug dazu befördert die UN-Behindertenrechtskonvention ein neues Paradigma oder in einfacherer Sprache eine neue Verstehensweise von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, aber auch Menschen mit anderen Lernmöglichkeiten oder zum Beispiel Menschen aus dem Autismus-Spektrum, Menschen mit Demenz und anderen. Mit der in Deutschland 2009 in Kraft gesetzten UNBRK und ihren Umsetzungen in Aktionsplänen und in Gesetzesreformen entstehen derzeit für alle beteiligten Akteure und Akteurinnen neue Haltungs- und Handlungsmöglichkeiten. Dies verdanken wir auch dem breiten lebensweltlichen, sozialen und strukturellen Wissen der an der Entstehung der UNBRK aktiv beteiligten Selbstvertretungsorganisationen. Denn das Übereinkommen wurde unter Mitwirkung von Experten und Expertinnen in eigener Sache, von Regierungsdelegationen und Nichtregierungsorganisationen erarbeitet. Laut Wikipedia waren es am Ende 120 Staaten und 468 Nichtregierungsorganisationen. Ich finde, das ist ein enorm großes Vorbild für ein partizipatives Zusammenarbeiten. Die UNBRK gründet nun in einem wertschätzenden und in einem sozialen Verständnis von Menschen mit Behinderung. Sie werden nicht mehr als krank oder Kranke bezeichnet und betrachtet nach dem medizinischen Modell, sondern als gleichberechtigte Menschen nach dem menschenrechtlichen Modell. Schon in der Präambel der UNBRK ist dieses neue Verständnis von Menschen mit Behinderung als ihre vorbehaltlose Wertschätzung ausgedrückt. Hervorgehoben sind in der Präambel eben die Würde und der Wert, die jedem Menschen innewohnen, die Vielfalt der Menschen mit Behinderungen und die Anerkennung des wertvollen Beitrags, den sie zum allgemeinen Wohl und zur Vielfalt ihrer Gemeinschaften leisten und leisten können. Als Grundforderung fasst die UNBRK in Artikel 5, und das ist sehr wichtig, die Gleichberechtigung und die Nichtdiskriminierung zusammen. Das heißt, in Vertragsstaaten müssen Benachteiligung, also Diskriminierung, das schwere Wort, aufgrund von Behinderung verbieten und wirksamen rechtlichen Schutz davor garantieren.
Doch Verbote von Benachteiligung sind doch noch keine Lösung hin zu Gleichberechtigung. Und deshalb verpflichtet im selben Artikel die UNBRK die Vertragsstaaten, alle geeigneten Schritte zu unternehmen, um beispielsweise die Bereitstellung angemessener Vorkehren zu gewährleisten. Angemessene Vorkehrungen, das sind für Deutschland die durch die UNBRK neu eingeführten Maßnahmen, um etwas konkret Förderliches für die Herstellung von Gleichberechtigung zu tun. Seit 2016 beinhaltet auch das deutsche Behindertengleichstellungsgesetz im Paragraphen 7 dieses Konzept der angemessenen Vorkehrungen. Es definiert, angemessene Vorkehrungen sind Maßnahmen, die im Einzelfall geeignet und erforderlich sind, um zu gewährleisten, dass ein Mensch mit Behinderung gleichberechtigt mit anderen alle Rechte genießen und ausüben kann. Was also ganz wichtig ist, das soziale Umfeld und die Einrichtung der Gesellschaft, in Deutschland bisher nur die öffentlichen Einrichtungen, haben nun die Pflicht, so zu handeln, dass Menschen mit Beeinträchtigungen gleichberechtigt leben und partizipieren können. Und dafür sieht die UNBRK und auch das Deutsche Bundesteilhabegesetz noch andere Maßnahmen vor, nämlich unterschiedliche Assistenzleistungen. Dazu gehören Assistenz für Barrierefreiheit, für den Zugang zu Informationen, als persönliche Assistenz für das selbstbestimmte Leben in der Gemeinschaft, auch als Arbeitgebermodell bekannt, und als Assistenz für die persönliche Mobilität, zum Beispiel auch für die freie Meinungsäußerung von Kindern mit Behinderung oder als Elternassistenz. Alles, um wirkliche Gleichberechtigung für Menschen mit Behinderung herzustellen, betont die UNBRK auch besonders das Konzept verschiedener Unterstützungen. Die UN-Sonderberichterstatterin für Menschen mit Behinderung, Catalina de Vandas Aguiar, sieht in Unterstützung ganz wesentliche Rechtsbegriffe des Übereinkommens. Sie sieht sie übrigens als Grundlagen aller Gesellschaften. Und eigentlich können wir uns fragen, warum Unterstützungen von Menschen mit Behinderung nicht schon lange eine Selbstverständlichkeit sind. Damit Menschen mit Behinderungen selbstbestimmt ihre Rechts- und Handlungsfähigkeit ausüben können, erklärt die Sonderberichterstatterin, damit sie eigene Entscheidungen treffen können, brauchen sie individuelle Unterstützungen. Der Zusammenhang von Autonomie, Selbstbestimmung und eigenen Entscheidungen zeigt, dass Unterstützungen den Bedürfnissen und Interessen der Betreffenden dienen sollen und nicht etwa als fremdbestimmte Anleitungen zu verstehen sind. Treffend und zusammenfassend erklärt die Sonderberichterstatterin, und ich sehe darin eine Einladung an uns alle. Ein menschenrechtlicher Ansatz kann es nicht sein, die Rechte und die Freiheiten von Menschen mit Behinderung einzuschränken, sondern im Gegenteil. Eine menschenrechtliche Ausrichtung sieht vor, erforderliche individuelle Unterstützung zu bieten, damit Menschen mit Beeinträchtigung ihre Rechte wahrnehmen und ausüben können. Das also bringt uns die UNBRK. Menschenrechtliche Haltungs- und Handlungsmöglichkeiten durch Erweiterung von Abwehr- und Schutzrechten um, ich nenne das mal, positive Rechte. Diese gründen in vorbehaltloser Wertschätzung und sie verpflichten zu neu zu gestaltenden Umsetzungen wie angemessene Vorkehrungen, Assistenzleistungen und Unterstützung. Unsere Einladung als Kellerkinder zur menschenrechtlichen Ausrichtung im partizipativen Landschaftsdialog Psychiatrie und psychosoziale Versorgung ist also die zu einem gemeinsamen und wir hoffen sehr positiven Zukunftsprojekt. Ja, danke Ute. Dann mache ich mal weiter mit den Herangehensweisen beziehungsweise unserem Selbstverständnis, wie wir so im Projekt miteinander umgehen und umgegangen sind und vielleicht noch umgehen werden. Also bisher war es so, dass wir für uns wichtige Entscheidungen immer in sehr, sehr langen ausführlichen Aushandlungsprozessen gemeinsam gefunden haben. Gleichzeitig versuchen wir natürlich irgendwie als Team zu stehen,
gemeinsam zu stehen und bestimmte Argumente zu bringen. Gleichzeitig ist uns aber auch immer wieder aufgefallen, dass wir gar nicht eine dass wir klar unsere Gemeinsamkeiten haben. Gleichzeitig sind wir aber auch Individuen mit ganz eigenen Gedanken und Vorstellungen. Und wir hatten vorher auch überlegt, was wir hier sagen werden und dachten so, oh Gott, wenn wir jetzt wirklich jedes Wörtchen abstimmen müssen, dann verlieren wir uns ja völlig. Dann sind wir jetzt irgendwie gar nicht mehr ich. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir schon auch nochmal darauf hinweisen, dass jede von uns, die hier heute was sagt, auch irgendwie ein Ich ist mit ihren subjektiven Sichtweisen. Gleichzeitig war es uns wichtig, dass wir im Zwischenmenschlichen sehr offen miteinander umgegangen sind. Natürlich respektvoll und tolerant gegenüber miteinander umgegangen sind. Und was uns aber auch für den weiteren partizipativen Landschaftstrialog sehr am Herzen liegt, ist eben auch eine diskriminierungsfreie Kommunikation. Auch in den Arbeitsgruppen dann später. Aber da können wir ja dann später gucken. Genau, trotz dieser Offenheit für alles, was so von außen an uns herangetragen wurde, mussten wir natürlich auch immer versuchen, bestimmte Themen doch einzugrenzen. Einfach, weil wir nicht unendlich viel Zeit haben. Genau, aber wozu wir auf jeden Fall anregen wollen, ist, wenn irgendwie ein Problem auftritt, wenn irgendwie jemand unzufrieden ist, zu welcher Phase des Projekts auch immer, wir freuen uns, wenn Rückmeldungen kommen und wenn wir das gemeinsam dann klären können. Genau, und Grundsätzliches, was dieses Projekt auch ausmacht, ist, dass wir versuchen, trotz allem Ernst immer auch etwas Spaß hineinzubringen. Ja, damit gebe ich dann weiter an die Jule. Ja, Kamera. So, ich wollte noch was über die Ziele sagen. Vielleicht, Aileen hat es ja gerade auch schon gesagt, es kommt auch viel Persönliches von uns. Deswegen fange ich vielleicht mit meinem persönlichen größten Ziel an. Was wie Aileen auch schon sagte, wir als Team zusammenbleiben und uns gut verstehen und immer wieder in Austausch gehen. Das ist mir persönlich sehr wichtig und auch für alle, die dazukommen, dass wir immer wieder gucken, gemeinsam uns gegenseitig zu verstehen und zu gucken, die Grenzen auch der jeweiligen Beteiligten zu sprengen, nenne ich es mal so groß, und in einen gleichberechtigten Austausch zu gehen miteinander. Und damit komme ich sozusagen schon auch zu den großen Zielen. Es liegt uns also sehr am Herzen, wie auch schon gesagt wurde, dass der UN-BRK noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Und vor allem auch den Menschen mit seelischen Hindernissen, ja, wie wir uns auch selber hier oft nennen, und da die Bewusstseinsbildung voranzutreiben und gemeinsam zu mobilisieren. Und natürlich damit auch eine politische Veränderung hervorzurufen. Ne? Jetzt ist Politik gerne mal ein sehr großes, abstraktes Wort. Das ist natürlich im Einzelnen, im Alltäglichen sind das viele verschiedene Aufgaben, aber erstmal für uns hier bedeutet es, gemeinsam Ideen zu entwickeln und eine Veränderung hervorzurufen, gemeinsame Stimme zu bilden und dabei bei politischen Entscheidungen eben wirklich auch teilzuhaben und wirksam zu entscheiden. Das ist uns besonders wichtig. Und dabei steht natürlich die Selbstbestimmung im Zentrum. Und was Selbstbestimmung für jeden heißt, wollen wir auch einfach gemeinsam herausfinden. Es ist ja oft auch eine sehr subjektive Betrachtungsweise. Und mit all diesem Werkzeug, was wir versuchen werden, in der nächsten Zeit gemeinsam in den Arbeitsgruppen zu gestalten, an die Politik heranzutreten, zum Beispiel Handlungsempfehlungen zu gestalten, aber eben wirklich selbst auch Teil der politischen Entscheidungen zu sein. Ja, und ich möchte dann schon eigentlich den anderen Ziele definieren wir einfach gemeinsam und gucken wir, was die Zukunft uns bringt. Und wir konnten Frau Maria Klein-Schmeink zu einem Grußwort gewinnen. Sie ist die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag und auch Mitglied des Bundestages. Herr Schmachtenberg, den zeigen wir am Mittwoch. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, Klappe auf Frau Klein-Schmeink und danach stellt die Aileen die eingereichten Themen der Arbeitsgruppen vor.
Also erstmal einen wunderschönen guten Tag an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Landschaftstrialogs. Ich finde das ein wunderbares Format, wo eben versucht wird, alle Beteiligten im psychiatrischen Geschehen tatsächlich an einen Tisch zu bringen, zu Wort kommen zu lassen und in den Austausch zu bringen. In heutigen Zeiten, in besonderen Zeiten natürlich auch auf besondere Art und Weise, aber gerade das mag es vielleicht sogar erleichtern, dass man im Trialog sich auseinandersetzen kann, diskutieren kann und vor allen Dingen um bessere Lösungen ringen kann. Und ich finde es sehr besonders, den Trialog als Prinzip auch wirklich Raum zu verschaffen. Das ist ja eine alte Forderung, die wir aus dem Bereich der Menschen mit Behinderung auf der einen Seite, aber auch vor allen Dingen aus dem psychiatrischen Bereich kennen, wo es gerade darum geht, die verschiedenen Sichtweisen kennenzulernen und fruchtbar in einen Austausch zu bringen. Das genau ist, glaube ich, der richtige Weg und eine der Voraussetzungen dafür, dass wir von Empowerment sprechen können, also der gezielten Stärkung gerade derjenigen, die Betroffene sind, die eben dann in eigener Sache sich einbringen können, auf gleicher Augenhöhe mit denjenigen, die professionell beitragen und auch mit Angehörigen. Also von daher finde ich ein wunderbares Format und finde es wirklich sehr ermunternd, dass das in dieser Weise belebt wird. Grundsätzlich, ich bin ja jetzt 10 Jahre oder das 11. Jahr im Bundestag gesundheitspolitische Sprecherin und in der ganzen Zeit auch immer mit den Fragen rund um psychische Gesundheit, Versorgung, Versorgungsdefizite beschäftigt. Und da muss ich sagen, haben wir lange Zeit immer nur Abwehrkämpfe geführt. Da ging es um das psychiatrische Entgeltsystem, was auch in ein pauschaliertes überführt worden ist, auch mit der Gefahr, dass da die gleichen Mängel, die wir im DRG-System im somatischen Bereich haben, sich da genauso wiederfinden. Da waren wir viel mit beschäftigt. All die großen Fragen, die eigentlich eine Rolle spielen sollten, wie kriege ich eigentlich eine gute Versorgung, ambulant, stationär, aber auch berufsgruppen- und trägerübergreifend hin, vor allen Dingen vor Ort gut koordiniert. Das ist kaum voranzubringen. Da bin ich die ganzen Jahre dran. Wir haben dort ja jetzt auch ein Dialogverfahren. Auch da ganz, ganz schwierig, tatsächlich partizipativ das auf den Weg zu bringen, das BMG immer sehr restriktiv, sehr kontrollierend auch, damit bloß keine Ergebnisse dann rauskommen, die über die eigenen Zuständigkeiten hinausgehen. Und genau so kann man die Probleme im Bereich der Versorgung von Menschen und Unterstützung von Menschen mit einer psychischen Erkrankung einfach nicht angehen. Und ja, da sind wir immer noch dabei, Druck zu machen. Und mir ist es sehr dran gelegen, dass wir insbesondere die Perspektive der Betroffenen nicht nur als betroffene Patientin am Ende als Objekt von Gestaltung sehen, sondern dass Patientinnen und Patienten wirklich offensiv einbezogen sind und wir da aus deren Perspektive einfach die Kompetenz mit einbeziehen. Wie kann eigentlich ein System besser werden, damit es dann am Ende den Patientinnen und Patienten und den Menschen insgesamt in einer Krise beispielsweise hilft und nützt. Grundsätzlich haben wir sehr beklagt bei der parlamentarischen Debatte um das Bundesteilhabegesetz, dass erstens die Perspektive der Betroffenen im Grunde anders als der erste Auftaktprozess dann am Ende im Gesetz doch der sehr, sehr stark ins Hintertreffen geraten ist. Da haben ja viele zu Recht wirklich massiv auch gegen protestiert. Und am Ende muss man ja auch sagen, ist es deshalb auch ein so schlechtes Gesetz geworden. Und gerade für den Bereich der Menschen mit einer psychischen Erkrankung
müssen wir ganz klar sagen, dass das Zusammenspiel der Ministerien in keinster Weise ausgeprägt war. Das ist ein altes, sehr großes Defizit, was wir sowieso schon immer beklagen, aber auch jetzt wieder sehr, sehr stark zum Tragen gekommen ist. Besser ist es in dem Bereich, wo wir über zum Beispiel assistiertes Arbeiten reden. Da ist die Perspektive derjenigen mit einer psychischen Erkrankung sehr viel systematischer zum Beispiel aufgenommen worden als bei der Berücksichtigung bei allen anderen Diskussionen um Nachteilsausgleiche, bei der Ausgestaltung, im Zugang zu Eingliederungshilfe und so weiter. Und das machte sich ja nicht zuletzt auch an den Kriterien darüber, wer überhaupt Zugang zu Eingliederungsleistungen haben soll, sehr, sehr deutlich. Wir brauchen verschiedene Formate dafür, um die Beteiligung verstärken zu können und verbessern zu können. Wir brauchen auf der einen Seite in allen Gremien, die wir auf Bundesebene haben, starke Patientenverbände und Rechte dieser Verbände, um bei Entscheidungen auch wirklich mitwirken zu können. Wir brauchen aber auch Entwicklungsprozesse. Und da würde ich gerade für den Bereich der psychiatrischen Versorgung mir immer noch vorstellen, dass wir so etwas wie einen Aufbruch für eine patientengerechte und patientenbeteiligte Versorgung hinbekommen, wo wir eben nicht nur Experten hören, sondern wo eben auch die Verbände der Patientinnen und Patienten mit einbezogen sind und wir dann verschiedenste Aspekte von Versorgungsgestaltung vor Ort da dann durchgestalten können und Vorschläge für eine Verbesserung machen können. Das wäre so das eine, aber das Ganze muss natürlich unterlegt sein auf Landesebene, weil viele dieser Ausgestaltungsfragen sind ja auch Länderrecht und kommunaler Ebene. Daran arbeiten wir Grünen sehr massiv. Wir legen demnächst ein Konzept für die Versorgung in Gesundheitsregionen vor, weil wir wollen, dass nicht zentral in Berlin entschieden wird, wie die Versorgung konkret in einem Berliner Stadtteil oder aber bei mir in Münster aussieht, sondern dass vor Ort in Gesundheitskonferenzen entschieden wird, wie soll eigentlich Versorgung aussehen und wir mehr Kompetenzen in diese Region geben. Und da ist das Gestaltungsfeld gerade, was muss eigentlich im Bereich der Unterstützung und gesundheitlichen Versorgung von Menschen mit einer psychischen Erkrankung eigentlich passieren und besser abgestimmt werden. Das soll genau da passieren. Und das ist die große Chance auch, die verschiedenen Sozialgesetzbücher zusammenzubringen, die Leistungen aus der Jugendhilfe, aus Familienhilfe, aus Sozialhilfe, Eingliederungshilfe und SGB V so zu gestalten, dass sie vor Ort zusammenwirken und nicht jeweils der Einzelne die Lücken zwischen den Gesetzen ausbaden muss. Also ich finde es ausgesprochen ermutigend und wichtig, dass es diese Trialogprozesse gibt. Und ich würde mir wünschen, dass es sie überall gibt, weil damit kommen wir dahin, dass wir Partizipation nicht nur so als Schlagwort haben, sondern als gelebte grunddemokratische Praxis. Und genau das würde ich mir sehr wünschen. Kann man mich hören? Okay, ich kriege die Rückmeldung, man kann mich hören. Also ich bin's wieder, Eileen. Und ich wollte einmal darstellen, wie sich die Themen der Arbeitsgruppen bisher entwickelt haben. Also ursprünglich, wie ich vorhin erzählt hatte, gab es ja eine erste Version unserer Themen. Und da ging es darum, da gab es 7 Arbeitsgruppen. Erstens Selbstbestimmung und Partizipation, zweitens stationäre Versorgung, drittens Zwangsmaßnahmen und rechtliche Betreuungen, viertens Psychopharmaka, fünftens ambulante Leistungen,
sechstens Arbeit und Beschäftigung und siebtens Psychotherapie, Selbsthilfe und Selbstvertretung. Nach ersten Rückmeldungen von Ihnen und von euch so, haben wir einige Änderungen vorgenommen. Also zum einen sind die Psychopharmaka in die Gruppe stationäre Versorgung gerutscht. Irgendwie hat keiner ein Interesse dafür gezeigt. Deswegen haben wir erstmal gesagt, okay, wenn sich keiner für die vierte Gruppe Psychopharmaka interessiert, machen wir das einfach als Unterthema für die stationäre Versorgung. Dann gab es auch die Veränderung, dass die letzte Gruppe, siebtens, Psychotherapie, Selbsthilfe und Selbstvertretung, von einigen als nicht ganz passend gesehen wurde. Also einige meinten, sie würden sich eher für ambulante Leistungen und dann auch für Psychotherapie interessieren als Thema, beziehungsweise andere meinten, ja, mich interessiert eher die Selbstvertretung und die Selbstbestimmung und Partizipation. Deshalb haben wir das so gemacht, dass wir dann Selbstbestimmung, Partizipation und Selbstvertretung zusammengelegt haben und die ambulanten Leistungen und Therapien zusammengelegt haben. Dadurch hatten wir die Möglichkeit, nochmal zwei Gruppen offen zu lassen für ganz neue Vorschläge. Das war jetzt vor etwa einem Monat. Genau, und seitdem kam auch von Ihnen und euch neue Vorschläge. Das war, genau, das will ich jetzt nicht zu sehr ausweiten. Das kann man sich auch alles online angucken. Ich komme schon gleich zum nächsten Schritt, nämlich was bis jetzt dann in diesem Monat passiert ist. Also es gab noch mal kleine und große Veränderungen, nämlich zum einen ist die Arbeitsgruppe Selbstbestimmung, Partizipation und Selbstvertretung gleich geblieben. Bei der stationären Versorgung kamen aber auch die Angebote der Krankenhäuser hinzu, damit eben Dinge wie Tagesklinik oder andere Leistungen mit einfließen könnten. Ambulante Leistung und Therapie ist gleich geblieben. Dann in der Arbeitsgruppe 4, da haben wir lange überlegt. Also erstmal haben wir Arbeit, Schul- und Ausbildung als ein Thema zusammengefasst und wir haben da noch Wohn- und Lebenslagen mit reingepackt. Es gab viele Rückmeldungen von Menschen, die sich für Arbeit interessiert hatten. Da ist halt die Frage, lassen wir das als Gruppe 4 zusammen oder trennen wir das und lassen eine der anderen Gruppen weg? Wir können nur maximal 7 Gruppen machen. Genau, da brauchen wir Feedback, Rückmeldung von Ihnen und von euch. Wir konnten uns nicht wirklich entscheiden. Wir haben das jetzt erstmal so als Vorschlag dargestellt. Die fünfte Gruppe wäre dann Aufbereitung und Veröffentlichung der erarbeiteten Ergebnisse. Und die letzten beiden Gruppen werde ich gleich noch erklären. Also ich gehe jetzt erstmal nochmal zu den einzelnen Gruppen. Bei der Selbstbestimmung, Partizipation und Selbstvertretung haben wir eben auch die selbstbestimmte Teilhabe als Unterthema, Diskriminierungserfahrung, da ist auch die Selbsthilfe hineingerutscht und Partizipation in Disziplinen wie Gesundheitsforschung und Medizin. Das sind alles Punkte, die von Ihnen eingereicht wurden. Wir können natürlich nicht für jeden Punkt eine eigene Arbeitsgruppe machen, deswegen haben wir diese Punkte versucht, entsprechend einzuordnen und unterzuordnen. Die Gruppe 2 wäre Versorgung und Angebote der Krankenhäuser. Da wären jetzt die Psychopharmaka hineingerutscht, die ja ursprünglich meine eigene Gruppe waren. Und vor allem interessierte einen Menschen, wie es im Zusammenhang mit der Lebenserwartung aussieht. Einige fanden Genesungsbegleitung als Angebot interessant und wollten sich mit dieser Thematik auch nochmal auseinandersetzen. Dann die Zusammenarbeit auf Augenhöhe, die Zwangsmaßnahmen, die sind auch ursprünglich ja mal zusammen mit der rechtlichen Betreuung eine eigene Gruppe gewesen. Die haben wir jetzt dort reinrutschen lassen, einfach weil sich dafür bisher irgendwie nur ein Mensch zurückgemeldet hat, der sich dafür interessieren würde. Eben Zuhausebehandlung, Tagesklinik,
Das sind halt die Angebote der Krankenhäuser, die eben nicht nur stationär sind. Dann möchte ich zu den Steuerungs- und Anreizsystemen kurz vorlesen, was derjenige gesagt hat. Also, welche wirtschaftlichen und organisationalen Anreize gesundheitspolitische Entscheidungen und Reformen setzen, ist oft entscheidend dafür, wie sich konkrete Versorgungspraxen ausgestalten. Die zentrale Frage einer solchen Arbeitsgruppe könnte sein, welche in Klammern gesetzlichen, organisationalen, systemimmanenten Steuerungsreize gesetzt werden müssten, damit die Versorgung so wird, wie wir sie uns wünschen. Genau, das fand ich einen schönen Anreiz über die Anreizsysteme. Genau, aber wie gesagt, jetzt fährt hier die Müllabfuhr lang, Entschuldigung, aber wie gesagt, alle Themen, die jetzt hier stehen, sind natürlich veränderbar und alles ist wieder zurückveränderbar. Wir könnten auch wieder zu den Psychopharmaka eine eigene Gruppe machen, wenn sich genug dafür interessieren. Der nächste, die ambulante Leistung und Therapie. Da geht es eben darum, also da wurde uns rückgemeldet, dass Assistenzleistungen, Pflege und Elternschaft, niedrigschwellige Angebote wichtige Themen sind. Und gerade in der ambulanten Versorgung also ich lese einfach auch nochmal ein Zitat vor von dem Menschen, der das uns geschickt hat. Zeitnahe ambulante Versorgung mit Psychotherapie. Berücksichtigung, Erfahrungen, nicht fremdbestimmter Umgang, Sensibilität von Behandlerinnen durch, mit, für Diskriminierungserfahrungen wie Behinderung, Elternschaft und Pflege, Geschlecht, inklusive trans- und nicht-binär sein und andere Formen struktureller Diskriminierung als Punkt. Dann oder generell die Offenheit der Strukturen für komplexe Lebenssituationen. So viele Leute fallen durch das Versorgungsnetz oder es werden Dritte gefährdet, weil ihre Lebenslagen zu komplex für die pauschalen Angebote sind. Genau. Das war's zu den Lebenslagen. Ich bin schon eins weiter jetzt. Also zu der vierten Gruppe habe ich ja schon einiges gesagt. Da wäre auch Assistenz, Stigmatisierung, der Umgang mit der Arbeitsagentur, wie können Anträge gestellt werden. Genau, der Hinweis, dass Arbeitsangebote passend zu Menschen weniger standardisiert sein sollten. Und dass eben auch frühzeitig in Schulen über sogenannte psychische Erkrankungen, die hoffentlich mal anders genannt werden, stattfindet. Die fünfte Arbeitsgruppe wäre jetzt ganz neu. Da wäre die Idee, dass wenn sich Leute dafür interessieren, alle Ergebnisse, die in den anderen Arbeitsgruppen gefunden werden, aufbereitet und veröffentlicht werden können. Und eine Idee war, dass man Aktionspläne im Sinne des Deutschen Instituts für Menschenrechte entwickelt, um eben nicht nur ein Papier zu haben, das irgendwann in einer Schublade verschwindet, sondern eben tatsächlich auch einen Plan zu entwickeln, der eben für politische Entscheidungen vielleicht auch sogar grundlegend sein kann. Andererseits haben wir uns auch gefragt, ist das nicht zu groß? Vielleicht formulieren wir doch nur Leitlinien. Wir haben uns gefragt, wer sind eigentlich die Zielgruppen für die Ergebnisse? Wie können wir die Dinge sprachlich darstellen? Zum einen diskriminierungsfrei, wie ich vorhin schon gesagt habe, zum anderen aber auch so, dass eben jeder sie auch verstehen kann und jede. Und letztendlich und ich denke mal, das Anliegen vieler, wie kommen unsere Ergebnisse tatsächlich dann auch in die Praxis? Genau, das könnte eine Arbeitsgruppe werden, wenn sich genug dafür interessieren. Ähnlich wäre die sechste Arbeitsgruppe.
Wir haben das mal zusammengefasst unter dem Titel Selbstverständnis in der psychosozialen Landschaft und partizipative Politik. Also jetzt ist die Müllabfuhr wirklich sehr laut. Da kann man sich doch nicht konzentrieren hier. So, also ich versuche trotzdem meine Gedanken zu sammeln und weiterzuleben. Genau. Also zu diesem Punkt wurde zum einen vorgeschlagen, dass es eine Neuorientierung geben sollte, beziehungsweise sogar eine paradigmatische Wende von psychiatrischen, konventionellen psychiatrischen Behandlungsmethoden hin zu anderen Unterstützungsangeboten. Also man sieht da auch schon, dass sich schon die Sprache ändert und es soll sich natürlich auch inhaltlich ändern. Gleichzeitig gibt es mittlerweile sowas wie Inklusion, Teilhabe. Ne? Das sind alles Wörter, die man auch als Plastikwörter in verschiedenen Einrichtungen bezeichnen könnte. Einfach weil sie zwar überall rumfliegen, aber keiner handelt danach oder es wird nicht ganz so danach gehandelt. Genau, und auch hier stellt sich die Frage, wie können alle Akteure von gut gemeinten Aussagen zur tatsächlichen Umsetzung dieser Aussagen auch wirklich kommen? Genau, ich lese gerade, was mache ich, wenn ich mehrere Arbeitsgruppen spannend finde? Sich entscheiden oder sich aufsplitten? Nein, natürlich nicht. Man kann an mehreren Arbeitsgruppen teilnehmen. Letztendlich wollen wir natürlich versuchen, möglichst vielen Leuten die Möglichkeit zu geben, teilzunehmen. Wenn eine Arbeitsgruppe, sagen wir mal, nur 9 Leute hat und einer möchte an 2 Arbeitsgruppen teilnehmen, dann geht das. Letztendlich versuchen wir, jeden nur auf was... Entschuldigung. Okay, ja, ich wurde gerade ein wenig aus dem Konzept gebracht. Genau, bevor ich jetzt aber weiter aus dem Konzept komme, sage ich nochmal, dass es was über die 7. Gruppe, die auch interessant sein könnte, wenn sich dafür jemand interessiert. Das ist unter dem Titel Handreichung über menschenrechtliche Begriffe für Menschen mit unsichtbaren Behinderungen und ihren Unterstützerinnen. Da ist die Idee, praxisnahe Erklärungen zu liefern, in denen Begriffe wie die persönliche Assistenz, unterstützte Entscheidungsfindung, angemessene Vorkehrungen, Barrierefreiheit und vieles mehr einfach gemeinsam nochmal so erarbeitet werden und aufbereitet werden, dass jeder was damit anfangen kann. Und dass man vielleicht auch so eine Art Handreichung darüber hat, wie komme ich eigentlich an persönliche Assistenz. Wir waren uns nicht sicher, ob das Teil dieses Projektes sein könnte. Wir wollten es aber zumindest einmal vorschlagen. Vielleicht gibt es ja dazu noch Ideen. Genau, das war das. Und eigentlich hatte ich noch einen Zettel mit so generellen Sachen, aber der ist mir gerade entwischt. Ich versuche es mal aus dem Kopf. Also, wir wollten alles, was, was die Arbeitsgruppen betrifft, so Fragen wie, wie nehme ich an einer Arbeitsgruppe teil? Wann treffen wir uns? Treffen uns über Zoom? Versuchen wir, wie viele Stunden schaffen wir eigentlich gemeinsam und so? Dass diese Fragen, alles, was so um dieses Organisatorische geht, das würden wir gerne dann tatsächlich nicht heute auf der Auftaktveranstaltung klären, sondern entweder morgen beziehungsweise dann in 3 Tagen in diesem Begleitprogramm. Da kann man sowas gemeinsam gucken, Ideen sammeln und gucken, wie wir zusammenfinden. Ansonsten hat ja auch unser E-Mail-System soweit eigentlich ganz gut funktioniert. Also ich bin begeistert, wie viele Leute jetzt hier sind. Von daher habe ich da gute Hoffnung, dass wir uns dann auch in den Arbeitsgruppen irgendwie organisatorisch zusammenfinden werden. Und das ist uns wirklich ein großes Anliegen, dass nicht wir darüber entscheiden, wie diese Gruppen ablaufen, sondern dass es tatsächlich eine gemeinsame partizipative Arbeit wird, sodass jeder
und jede die Möglichkeit hat, mitzuentscheiden. Also zumindest ist das so unsere Hoffnung. Fragen wie, wie kommen wir dann zu gemeinsamen Entscheidungen, müssen wir dann pro Arbeitsgruppe einzeln definieren. Genau, ja, jetzt habe ich lange zu den Arbeitsgruppen geredet und irgendwas sollte ich noch sagen. Ach ja, ich sollte sagen, dass die Pause jetzt bis 12.15 Uhr geht und dass wir dann wieder da sind. Ja, erholt euch erstmal von unserem vielen Input und bis in 15 Minuten dann.